Hallo und herzlich willkommen zurück in Night City bei Cyberpunk 2077 und der Mission X-Factor. Ich habe mich auf eine saublöde Idee, glaube ich, eingelassen und habe hier schon eine Mega-Kletteraktion hinter mir, um hier hinzukommen, wie ich jetzt bin, auf dem Balkon des Clouds. Und hier warte ich jetzt auf Judy und ich würde mal fast vermuten, dass die hier nicht klettern muss. Ja, so, wenn ihr es verpasst habt, schaut euch doch einfach mal die verpassten Folgen in der Playlist an, die in der Infobox verlinkt ist. So, etwas später. Hey V, danke, dass du gekommen bist. Aber gerne doch. Mit Maiko zu reden ist wie 3D-Schach. Lass nicht zu, dass sie dich überrollt. Sag mal, geht das ein bisschen genauer? Ich wüsste gern, was mich erwartet. Erwarte alles. Wenn du nur kurz unaufmerksam bist, wickelt sie dich um den Finger und spielt dir vor, du hättest die Kontrolle. Den Typ Frau kenne ich. Ein paar mehr Details über sie könnten mir nützen, wenn ich mit ihr reden soll, oder? Nein, überlass mir das Reden. Ich dachte, ich soll reden. Ich bin also kurz gesagt nichts als dein Bodyguard? Habe ich nie behauptet. Ich kenne sie nur besser. Und wie hast du vor, sie zu überzeugen? Indem ich die Wahrheit sage. Über Evelyn. Was passiert ist und warum. Und du meinst, das reicht? Nein. Danach muss ich improvisieren. Bist du nervös? Ja, sie sieht sehr nervös aus. Du wirkst ziemlich nervös. Ich könnte diese Wichser mit bloßen Händen kalt machen. Also ja, man könnte wohl sagen, ich bin etwas nervös. Okay, ja dann. Insoweit, gehen wir. Warte, ich mach auf. Ja, dann mach auf. So ein Schloss. Das bekommt keiner beim ersten Versuch auf. Weißt du, wie man ihr System umgeht? Offensichtlich. Hatte gehofft, dass es seit dem letzten Mal keine Updates gab. Und es sieht ganz so aus. Ein Kinderspiel. Wirklich? Mir nach. Judy Alvarez. Ich würde ja sagen, schön dich zu sehen, aber ich lüge nur ungern. Und Überraschung mag ich genauso wenig, wie du weißt. Ja, yep. Und ich weiß auch warum. Dachte, du warst am Ende, als du zu den Mox gegangen bist. Fehlanzeige, du kannst tatsächlich noch tiefer sinken. Gibst dich mit dreckigen Schlägern ab. Feindliches Gebiet. Ja, wie? Ich meine dich. Na, danke. Gut, das geht nicht, so wenig Fähigkeiten. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ist das so, hm? Warum bist du dann hier? Damit Judy kriegt, weswegen sie hier ist. Judy hätte ohne dich bessere Chancen gehabt. Ich würde mal nicht reizen. Judy hat ein Angebot für das Clouds. Du willst zurückkommen? Klar? Ich schätze deine Fähigkeiten, das weißt du. Ich weiß nur nicht, wozu du das da mitgebracht hast. Hör auf, Puppen wie Ware zu behandeln und ich denk drüber nach. Aber zuerst, die Tiger Claws sollen aus dem Clouds verschwinden. Okay, hör zu. Was mit F passiert ist, ist schrecklich. Und ich dachte, du wüsstest nichts davon. Ihr Ende war vorprogrammiert. War nur überrascht, dass es so lang gedauert hat. Wir müssen was unternehmen. Sonst enden alle wie F. Woodman hat sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war. Und sie dann einfach... Wow, du warst immer schon labil. Okay, da du vernünftiger zu sein scheinst, willst du mir sagen, worum es geht?
Judys Plan. Denk darüber nach. Könnte klappen. Na sowas, Judy. Hast dir da ja einen echten Fanboy angelacht. Weißt du, was Woodman Evelyn angetan hat, als sie verzweifelt Hilfe brauchte? Ist dir das einfach egal? Die Tiger Claws haben hier das Sagen. Weißt du, was ich denen bedeute? Nichts. Ungefähr so viel, wie ihr zwei und eure Problemchen mir bedeuten. Äußerst wenig. Und du fragst dich nicht, warum du hier arbeitest? Die Beine aussehen. Ich würde so tun, als wärt ihr nie hier gewesen. Um der alten Zeiten willen, Judy. In Kürze wird den Sicherheitsleuten auffallen, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht friedlich oder fliegt raus. Und das ist weder eine Drohung noch bildlich gesprochen. Nur ein Fakt. Das reicht. Ich gehe. Besser so. Und nur damit du weißt, dass ich dich nicht abblitzen lasse. Forrest ist in ein paar Minuten auf der Wartungsebene. Allein. Ich bin nicht dein Feind. Dich habe ich nicht nach deiner Meinung gefragt. Du machst einen großen Fehler, Maiko. Das werden wir ja sehen. Okay. Flee, großartig. Sie hat uns einfach abserviert. Muss sicher nachdenken. Dauert höchstens ein paar Tage. Könnte sein. Ich ruf sie morgen mal an. Ja, aber irgendein Typ ist doch hier eine Etage tiefer. Was sie uns da als guten Tipp gegeben hat. Den lassen wir also ganz in Ruhe. Oder ich, hätte was anderes sagen müssen. Lange her. War damals ziemlich einsam. Sie mit wie ihr, jeder okay. In Night City. Damals war sie noch anders. Und ich auch. Ich trau keinem, der sich nur an Fakten aufhängt. Die Grenze zwischen guten Freunden und einem Messer im Rücken ist für solche Leute verdammt schmal. Ich weiß, sehe ich ähnlich. War mal mächtig verknallt in sie. Hat ewig gedauert, bis ich erkannt habe, wie sie wirklich ist. Aber zuverlässig oder nicht, wir brauchen sie. Ich hätte heute Morgen einfach tauchen gehen sollen. Warum? Ein bisschen Entspannung würde dir gut tun. Und mir erst. Es geht nicht wirklich um Entspannung. Ich habe eine neue Idee, an der ich arbeite, aber ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert. Ah, ich kann mir dich auch nicht auf einem Liegestuhl mit einem Mai Tai mit Schirmchen vorstellen. Nee, auf einem Liegestuhl würde ich nur grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Und das brauche ich gerade nicht. Was brauchst du dann? Komm, sag's mir. Kann ich etwas für dich tun? Oder gehen wir jetzt einfach nur raus und warten, dass die Dame sich wieder meldet? Wie? Warte noch. Was ist mit Woodman? Puh. Tja, was willst du denn jetzt tun? Ich will, dass ihm einer die Visage mit Blei verziert, bis keine mehr da ist. Jemand? Okay. Ich will, dass du es tust. Meinst du denn, er wird dort sein? Du hast Maiko getroffen. Wenn der Pisser noch dort ist, dann, weil er ihre Befehle artig befolgt. Boah, ich
würde ja gern tun, was du möchtest, ne? Aber ich habe so die Befürchtung, komm schon, wie? Dass das wieder so hart wird wie bei diesen anderen Missionen. Und ich es dann nicht schaffe und das hier völlig den Bach runtergeht. Na gut. Ich habe keinen Funken Mitleid mit diesem Wichser. Okay, dann zu ihm? Allerdings. Bringen wir ihn um. Wir nehmen den Fahrstuhl. Geht am schnellsten. Wartungsebene. Okay, das ist aber nur optional. Was ist schlimmer als ein Konzerner? Er möchte gern Konzernschlampe. Du meinst Maiko? Was für eine Bitch. Aber bei einer Sache hat sie recht. Eure Chance, das durchzuziehen, ist so gut wie null. Tja, wir werden sehen. Das bekommen wir hin. Ach, das ist ja Oswald Forrest. Nicht der Hoodman. Lass uns abhauen. Gesehen. Okay. Ich hoffe, du machst mir das wieder gut. Ich dachte, das würde sich besser anfühlen. Drück aufs Erdgeschoss. Ich muss hier dringend raus. Ich konnte fast spüren, wie die Welt ein besserer Ort wurde, als er starb. Dieses Gefühl war so, so intensiv. Die Welt ist jetzt besser. All die Leute, denen er noch hätte wehtun können, sind jetzt sicher. Denk darüber nach. Sie werden nie wissen, dass sie in Gefahr schwebten. Okay, aber ich kann nichts machen, wenn du nicht. Fahre ich auch gerne noch nach Hause, wenn du möchtest. Wir müssen Maiko etwas Großes bieten. An ihr Gerechtigkeitsgefühl zu appellieren, war nicht groß genug? Maiko bevorzugt harte Fakten. Für einen Moment dachte ich, du willst hinschmeißen. Wie? Ich sitze tagelang im Keller und tune Virtus. Wie groß ist die Chance, dass mir dort jemand die Birne wegpustet? Winzig? Genau wie Maikos Empathie. Und ich trage mein Herz nicht auf der Zunge wie du. Jedenfalls war's das noch nicht. Okay, also Fakten mag ich auch. Ah, darum geht's also? Wie viele du umlegst, wie viel Munition dabei drauf geht und wie viele Eddies du damit machst?
Ja, weißt du, nicht jeder kann von Idealismus und Träumen von der Freiheit leben. Manchmal muss man sich dreckig machen. Okay, und was jetzt? Ich muss nachdenken. Wir brauchen mehr Leute. Ich rede mit den Puppen. Gut, mach das. Ich rufe dich an, wenn ich was habe. Wir sehen uns, wie. Und danke. Street Creds erhöht. Neue Aufträge verfügbar. Was ist denn, wenn ich mitgehe? Toll. Lässt mich die Judy hier einfach im Regen stehen, obwohl ich mich so ins Zeug gelegt habe. Tja. Wo mag uns das noch hinführen? Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der X-Faktor. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen. Dann bekommt ihr auch eine dementsprechende Push-Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage mit der Hoffnung auf besseres Wetter bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Seid ihr immer noch da? Jetzt aber abschalten. Tschüss.